Hallo, ich bin hier aus Bremen. Vor 5 Minuten habe ich meiner Frau noch richtig schön einen verpasst. Und jetzt sind wir gleich in der Sendung bei Peter Imhoff zum Thema Ich bin der größte Kotzbraun. Ne, da werden wir Spaß haben, Fritzkind. Das Publikum weiß natürlich Bescheid. Ich möchte euch jetzt meinen nächsten Gast vorstellen, das ist der Horst. Herzlich willkommen, Horst. Hans-Joachim. Hallo, Horst, du kannst uns hören? Ja, ich kann hören. Du sitzt hinter der Schattenwand. Warum möchtest du nicht erkannt werden? Weil ich mit Sicherheit nicht so bescheuert bin, in einer Sendung reinzugehen und zu sagen, dass ich ein Kotzbrocken bin vor laufender Kamera. Das ist doch feige, was du machst. Weißt du, Hans-Joachim, das ist mir scheißegal. Ich werde es auf keinen Fall vor einer laufenden Kamera sagen. Ihr seid doch echt bescheuert, ey. Horst, es gibt Leute, die das über dich sagen. Kannst du dir das erklären? Verstehst du, wenn man so angepisst ist von allem, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Das kann schon sein, Warte mal. Lass Horst bitte mal reden. Horst, bitte erzähl noch mal. Bisschen im Detail, was ist denn passiert, was so schlimm war? Ich selber fand das nicht schlimm, aber vielleicht fand der ein oder andere das schlimm. Ich habe mit meiner Frau hier hin und wieder Streitigkeiten gehabt. Sicher, ich habe ihr vielleicht mal am Arm gepackt oder was, aber von Hauen und Schlagen und all so ein Scheiß, das kann überhaupt nicht die Rede sein. Das ist alles noch in einem normalen Bereich. Warum bist du denn so verärgert über all diese Leute um dich rum? Weil's Arschlöcher sind, ich hab's ja schon gesagt. Hey! Es sind so. Hey, Moment. Ey. Alle Klappe aufreißen. Halt, warte mal. Und auch diese ganzen Talkshow-Scheiße, wenn ich mir das anhöre, was da für eine Kacke eben geredet wurde. Warte, hör mal auf! Hey! Weißt du? Wartet mal ganz kurz. Bleibt mal bitte ein bisschen ruhig. Ich find's gar nicht so gut, dass ihr jetzt applaudiert, weil dazu ist kein Grund da. Ist wirklich so. Oh, ich klatsche. Kein Grund, da ist die Kacke recht am Dampfen. Die Karin. Ja, deswegen Karin. Will ich auch nicht gewiddies da. Karin. Was ist los da? Wie behandelt dich dein Mann? Ja, das sieht man ja, oder? Also ich meine, es war gequirlte Scheiße, was er jetzt geredet hat. Also ein paar Mal ist hier, schau mal her, ich habe hier lauter blaue Flecken, ja, also. Was hat er denn da gemacht konkret? Ja, weil ich habe gesagt, ich komme hierher und erzähle halt alles. Und dann hat er mich halt ein bisschen fester angepackt, wie er so sagen würde. Auge, oder was? Ja, natürlich. So. Bin ich halt ein bisschen gegen seine Faust gelaufen. Aber das finde ich so beschissen von ihm, dann so feige, sich hinter so eine Wand zu verstecken und nicht Mann genug sein. Ich musste mich auch hier stellen. Dass er rauskommen soll, sich hier hinsetzen und stellen. Das ist so naiv, was er geredet hat. Ihr seid alle scheiße und das ist scheiße, die Talkshow ist scheiße. Mach doch die Wand weg und setz dich da raus. Ja, aber er redet doch immer so ein Mist daher. Was ist denn mit der Katze? Schlappschwanz bist du. Was mit der Katze? Weißt du, wenn ihr über die Schlampe da erzählt, ich... Dann komm doch raus! Weißt du, sie hat eine Katze, Jimmy. Pisst die ganze Bude voll. Das stimmt doch gar nicht, die ist total gut erzogen. So. Und ich hab das Tier einmal gepackt und in eine Spülmaschine getan. Komm doch raus, das ist doch nichts passiert. Ja, ich hab ihr nicht mal angefasst. Ja, was dann? Ich liebe meine Frau. Ja, das sieht man. Ach, komm. Ja, aber was? Wie ist denn das dann passiert? Weißt du, ich hab sie vom Strich weggeholt. Die war um Hartgeldstrich, da hab ich ihr weggeholt. Das ist aber noch lange kein Grund, sie zu schlagen, Alter. Horst, hast du sie geschlagen? Hä? Bist du, ich frag dich ganz direkt, bist du so ein Feigling, der Frauen schlägt? Sieht man doch, sonst würde sie nicht dahinter verstecken. Feigling kannst du echt einen anderen sagen. Dann komm doch raus! Ich hab ihr die. Hör mal. Dann komm doch raus, ich stell dich, Mensch. Überhaupt nicht provozieren. Bist eine Pappnase, bist du. So weit kommt das schon mal gar nicht. Bist eine Pappnase. Wer ist eine Pappnase? Weil du Frauen und Katzen. Du warst hier wie Frauen und Katzen. Du kannst Frauen und Katzen quälen und versteckst dich in deinem Schirm, du alte Pappnase. Hans-Joachim, jetzt habe ich ganz ruhig. Jetzt habe ich echt die Faxen dicke, dann geh ich auch nach vorne. Oh, das ist echt egal. Hey! So eine
Scheiße. Was ist denn da los gewesen? Warum hast du denn dieses blaue Auge und diesen blauen Fleck da am Oberschenkel? Was weiß ich, siehst du bei Aldi? Was war das? Was hat Aldi damit zu tun? Du erzählst hier so eine gequälte Scheiße. Ich muss arbeiten, du gibst mein ganzes Geld. Lebst und das mit deinen Saufkumpanen sonst wo rausschmeißt, das Geld. Ja, ja? Und? Ja, ja, und? Es ist aber wahr. Ja, und? Soll das Leben nicht ein bisschen Spaß machen? Du bist doch jünger als ich. Ja, und? Du hast dein ganzes Leben lang noch nichts gemacht. Baller dir gleich noch eine, doch. Ja. Also, halt. Moment. Ich muss ganz ehrlich einmal sagen, ich verstehe mein Publikum heute nicht. Warum? Verdammt! Die sehen doch ein, was gesagt wird. Warum sollen die nicht applaudieren? Aha. Was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, wir gehören immer zwei Personen dazu. Ist die Frage, warum er sie geschlagen hat. Oder ob er sie überhaupt geschlagen hat. Weil ich ihn verlassen wollte. Ich wollte abhauen und er lässt mich nicht. Und deswegen hat auch mein Kater Jimmy in die Waschmaschine gesteckt. Das ist doch eine gute Frage von dem. Also, ich muss eins sagen, ich verstehe zum einen mein Publikum nicht und zum anderen, heißig ist nicht gut, was du tust und deshalb würde ich dich einfach bitten, mein Studio zu verlassen. Das ist mir sowas von scheißegal, ob du da gut heißt oder nicht. Das ist mir echt scheißegal, da geht mir am Arsch vorbei. Ja, das ist so. Was soll das jetzt hier werden? Talkshows sind alle scheiße. Tschüss, Horst. Ein Date mit anderen machen. So. Diese ich hier an der Wand. Scheißegal. So. Ich gehe mal. Schön hier an der Wand gepullert. Peter, wir haben uns ein Publikum heute Abend unter den Nagel gerissen.